Yo, 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 hey, yo, Ladies und Gents, was geht? Ich bin's, euer Raffi, hier wieder am Start und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lego The Hobbits. Wir sind in Mittelerde und wieder bei Erebor gespawnt, weil mein Spiel gerade abgekackt ist, nachdem ich die Aufnahme gestoppt habe. Ich bin froh, dass es inzwischen sowas wie Autosave gibt. Also echt, Alter, das ist voll komisch. Irgendwie, wenn ich dann die Aufnahme stoppe, dann abgekackt. Naja, kann nichts machen, ist halt so. Also, wir haben letzte Folge einige mitrige Sachen gefunden. Und abgegeben und geschmiedet. Dann haben wir jedenfalls mal 8 Fast-Stars. Das heißt, wenn wir so ein goldenes finden, dann ist das schon 8/10 von einem blauen, also von einem 1000er. Ist doch krank, oder? So ein goldenes ist im Prinzip jetzt schon fast ein 1000er. So ein blaues Steinchen. Habe ich jetzt persönlich nichts dagegen. Also, heute gibt es wieder Level-Action. Auf geht's. Was müssen wir denn machen? Wir haben das da gemacht. Genau, dann gibt es heute Orkshausen. Freies Spiel. Da haben wir gar nichts. Wir haben ein Minikit gefunden, das war's. Unglaublich. Na gut, hoffen wir mal, dass es besser wird. Keine Ahnung, wen nehmen wir, ist eigentlich ziemlich egal. Aber ich war halt echt dafür, dass wir uns ein paar Mithril-Sachen vielleicht anziehen. Mal gucken. Ja, ja. Das kennen wir ja alles. Oh, ich freue mich schon auf den dritten Teil vom Film irgendwie so. Hobbit 3. Kommt erst im Winter raus, aber trotzdem. Den gönne ich mir, glaube ich, gleich im Kino. Dann geht's richtig ab. Ich hoffe, es wird ein episches Finale. Ich fand irgendwie auch bei Herd... Schon das Richtige genommen, oder? Warum habe ich Meisterdieb? Haben wir da Meisterdieb geschafft, oder was? Hä? Ist da wieder so ein Perspektivenwechsel? Kann das sein? Weil es ist doch eigentlich Gollum hier unten, oder? Glaube ich. So, jetzt ziehen wir dir mal ein bisschen was an. Oder lieber aus. So, warte, wir nehmen jetzt jedenfalls mal Beute mit. Das wird unser OP-Charakter, jetzt pass mal auf. Wir nehmen die Spiegelrüstung mit. Oh ja, geil. Wir nehmen... Gibt's Hosen eigentlich? Schaut fast nicht so aus, gell? Oder doch, Pantoffeln und so gibt's. Na, lass uns mal überraschen. Und, keine Ahnung, was nehmen wir als Waffe? Rhythmusstab bringt andere zum Tanzen, nice. Einen Hut brauchen wir noch, genau. Und eine geile Waffe, nehmen wir einfach mal die Schattenklinge. Alter, nice. Geil. Wie wir ausgerüstet sind. Mehr Stats. Mehr Geld. Wie wir schon... Alter, so krank. Achso, nein, Quatsch. Warum nehme ich eine Waffe? Ich habe doch hier die Handschuhe dabei, damit wir mehr Sachen kriegen. Was mache ich denn? So, aber da hier müssen wir die kaputt machen, gell? Da haben wir nämlich auch noch nicht alle gefunden, weil sonst hätten wir hier schon Minikit gehabt. Bedenket. So, also wir müssen wieder Minikits finden und so, also alles durchsuchen. Sehr wichtig. Ich glaube hier oben links, das habe ich ja nicht bekommen, oder? Ich weiß gar nicht. Irgendeines habe ich nicht bekommen damals. Ah, so viel Geld! Ah, bam bam, durchrampagen. Alles kaputt machen. Dann kriegst du noch Bretter hier und so. Nice. Oh, hol mal deinen Bogen raus. Zack. Können wir das schon mal abschießen, aber zwei. Ja, du kannst aber durchkrabbeln, oder? Ja. Ist das ein Zwerg? Die Zwergenwache ist das, glaube ich, oder? Machen wir hier eigentlich so jetzt random mit Zwergenwache? Ist voll komisch. Naja. Ich kann nichts machen. Ist halt so. So, warum bist du jetzt auf einmal... Warum hat der zu einem Hobbit gewechselt? Dafür? Der hat jetzt gar nicht mehr die ganzen Sachen an. Ist halt ein bisschen nervig so. Aber was soll man machen? Wahrscheinlich auch mehr so für die Overworld gedacht. Und für die Level, wenn man es dann braucht. Schade eigentlich. So. Brauchen wir jetzt jemanden hochklettern natürlich. Keine Ahnung, nehmen wir einfach mal Gollum. Wo ist er? Da, da. Der kann sogar angeln. Also nächstes Mal, wenn ich angeln muss, dann nehme ich Gollum. Antauder. Meisterdieb! Oh mein Gott, nice. So. Hier müssen wir was kaputt machen. Machen wir natürlich. Wäre natürlich auch mal geil, wenn wir hier einfach mehr Sachen von kriegen. Aber
Unser Mangel beim Schmieden ist zurzeit eher die Mithrilsteine als irgendwas anderes. Also von daher geht das schon. Was kriegen wir hier? Ein Minikit. Vielen Dank. So, hier mitnehmen. Brücke für den anderen bauen, auch wenn der zu Gollum wechseln könnte und hier drüber gehen, aber egal. So, hier einfach alles mitnehmen. Kriegen wir wenigstens auch schön ein paar Ressourcen noch. Ein paar Sachen abbauen hier. Oh, das war schon echt hart, dass ich so gute Reaktionen habe heute. Oh, scheiße. Nice. So, wechseln wir dich mal zu. Wer kann schießen? Hier ein Elb. Bringst du dir das denn mal bitte? Haben wir schon mal drei? Ich hoffe mal, die anderen habe ich nicht übersehen. Hoffen wir es mal. So, hier hinten ist irgendwas. Schau mal, hier können wir was kaputt machen. Kommt das damals auch schon? Ich bin gerade ehrlich gesagt nicht sicher. Erstmal was zusammenbauen. Zack, 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 zack. Easy peasy lemon squeezy. So. Könnte das noch kaputt machen? Nee, aber wir brauchen. Du kannst doch hier. Ist so eine Axt dabei, oder? Zack. Nice. Und können wir hier. Oh, was ist das? Den Helm brauchen wir für eine Quest. Nice. Ist natürlich cool. Was bringt der? Ist das ein. Es könnte sein, dass der mehr. Ich muss mal kurz gucken. Nein, da muss ich gucken. Eine glanzvolle Krone. Ich dachte schon, dass es irgendwie vielleicht mehr Dings bringt. Mehr. Bildwisse werden freundlich, ist aber nett. Ich will mal kurz durchlesen, was ich hier habe. Es macht nicht, dass da irgendwas dabei ist. Ach, Superstärke-Aktion. Ah, schau mal, da kann das jeder machen. Lego. Ah, es kann Lego-Feuer entzünden. Ist natürlich auch geil. Das sind alles wichtige Sachen, die es. Also, es sind. Passt, ist gut zu wissen. Sagen wir so. Was Lego. Fallen lassen bei Treffern Lego-Rohstoffe fallen. Okay. Malz andere an. Sehr cool. Okay. Aber das heißt, wenn wir das Jojo nehmen und da Gegner kommen, also sollten wir fast das Jojo nehmen. Und dann noch. Oder wir nehmen die Handschuhe, ist halt die Frage. Naja. Lass uns erstmal hier bauen. Bretter haben wir eh alles genug, was hier jetzt gebraucht wird. Wir fast eine Million jetzt pro Level kriegen, das ist so krank. Hier 8x20, 160.000, so. Kriegen wir, wenn wir hier auf 20 haben. Das ist auch krass. Kriegen wir eigentlich fast schon mit einer Aktion jetzt hier dann zum Beispiel Meister Dieb. Was brauchen wir das da? Eigentlich ist es scheißegal, ob ich hier verkacke oder nicht. Kriegen wir ein bisschen weniger Geld. Aber vielleicht ist es gar nicht mal so schlecht, ein bisschen mehr Geld zu machen, weil ich schätze mal, die ganzen Sachen, wo wir dann Stats freischalten, also die roten Methylsteine für Stats, die kosten auch dementsprechend viel. Wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht, wenn wir ein bisschen was haben auf Vorrat. Natürlich können wir immer wieder die Level machen. Also das Krisenlevel. Stell dir mal vor, da kriegen wir dann 8 Millionen oder so, wenn wir das einmal durchmachen. Pff, alter Schwede. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Das ist echt krass. 8 Millionen. Müssen wir vielleicht mal machen, einfach so zum Spaß. So, hier haben wir was zum Graben. Krabben. Nehmen wir einfach mal. Du kannst das, oder? Ja. Nicht mit der Pfanne hauen. Oida, was ist das? Oh. Gehen wir schauen, was der macht. Ob der irgendwas Besonderes macht. Kein Hammerschlag. Ah, ist okay. Geil. Nice. Macht auch noch so ein geiles Geräusch. So ein. Geil. Oh, Mann. Eigentlich, was mal cool wäre, wäre so eine All-Around-Waffe, die alles kann. Die mehr Sachen fallen lässt, wenn man Sachen kaputt macht, wenn man Leute haut, mehr Starts und lauter so Zeug. Das wäre echt nice. So, hier können wir rein theoretisch einfach die Skelettkurbel benutzen. Das finde ich ein bisschen langweilig, wenn ich ehrlich bin. Nein, tue ich jetzt noch nicht. So. Wir brauchen doch noch Pilze, oder? Ich glaube, ich sehe die beiden Pilze. Eins ist da links oben und eins ist rechts oben.
Au. Gemeiner. So, aber. Nein, jetzt lass mich doch erstmal das links anziehen. Stimme ist auch fies. Weil wir schon 500.000 haben. Krass. Einfach so geil, wie sich das anhört, meine Güte. Macht trotzdem noch so viel Bock die ganze Zeit, dass man durch das Spiel einfach so viele witzige Sachen findet. Oh Mann. Okay, ja, hier muss ich das anziehen, logischerweise. Zack. Kann man sich hier schon mal ein Minikit gönnen. Vielen Dank. Kaputt machen kann ich es nicht, okay. Kann ich was Neues zusammenbauen? Ah, okay, schau mal einer an. Da brauchen wir Gollum. Geht das überhaupt? Gollum hier nehmen? Das ist natürlich schon witzig. Mit Gollum Gollum schlagen. Hat was. So. Warum denn nicht? Oh Mann. So. Nehmen wir hier noch die ganzen. Keine Ahnung, was ist hier alles mit. Da haben wir schon mal 4 und das letzte dürfte hier links drüben sein irgendwo, oder? Ja, genau da. Nice. Bauen wir das hier noch schnell zusammen. Es sitzt gar nicht fest. Du sitzt fest. Machst dich gerade selber fertig. So, einmal Drain. Der Wind. Und er macht das kaputt, oder? Nein! Du Monster! So, okay. Gott, woher wusste ich das bloß? Man weiß es nicht. Ich bin einfach ein Genius. Kann er eigentlich durchgehen? Geil. Die Animationen sind ja auch anders. So, hier brauchen wir erstmal jemanden, der schießen kann. Nehmen wir mal die da hier. So. Haben wir unser Minikit hier. 3 haben wir jetzt. Also wir haben 2 Gegenstände gefunden, oder? Und 3 Minikits. Das heißt, wir dürften hier bei der Area erstmal jetzt alles haben, was wir brauchen. Schon mal gut. Sehr gut. So. Hängen wir uns hier noch dran. Dann dürfte das passen in der Area erstmal. Perfekt. Ah, jetzt müssen wir noch was zusammenbauen. Aber wie viel Geld wir kriegen. Wir haben erst so ein Drittel von dem Level fertig und haben schon fast 600.000. Alter, Mann. So krass. Was brauchen wir noch? Ich drücke einfach immer random irgendwas. Müssen wir eine Uhr bauen, oder? Mann. Gibt hoffentlich mal irgendein. Nein, scheiße. Irgendein Cheat. Oder irgendein. Nicht ein Cheat, aber ein Extra. Mit dem das irgendwie schneller geht. Damit das automatisch macht. Das wäre recht praktisch. Wobei, wenn wir das kriegen, bringt es wahrscheinlich nicht mehr viel. Weil wir dann eh schon fertig sind mit den ganzen Missionen. Vielleicht, wer weiß. Zack. Brauchen wir noch eine fette Platte. Und dann das. Und das dann noch. Ja, nice. Nochmal 14 mal 8.000 bekommen. Alter, 700.000. Nicht schlecht. Es geht weiter. Erstmal hier oben. Brauchen wir auch wieder Minikits und was weiß ich alles. So. Eigentlich wäre es doch hier saugeil, wenn wir die Handschuhe anziehen. Oder das Jojo. Nehmen wir mal das Jojo lieber vielleicht. Wo ist es denn da? Lass du dann Zeug fallen? Na, schau mal. Lassen die dann alles fallen oder... Die lassen dann alles fallen. Was ist das für ein geiler Scheiß? Nicht nur
Nice. Sogar Saphire und so. Das ist natürlich geil. Habe ich persönlich nichts dagegen. I like. Dann sollte man fast Superschlag ausschalten, weil mit Superschlag, glaube ich, machen wir ja One-Hit, oder? Wenn wir One-Hit machen, dann lassen wir nicht so viel fallen. Ah, so viel Zeug. Alter, nice. Wir müssen öfter das Yoga benutzen. Was machst denn du? Okay, warte, wir müssen... Bevor wir hier rüber schauen... Okay, hier gibt es eh nichts mehr. Okay. Ja, dann geh doch mal zu dem. Pau! Möge der Tag euch treffen, oder so. Ähnlich. Jojo! Jojo! Wo bist du? Jojo! Oh, Mann. Was machst du? Was mache ich? Was mache ich? Können die uns treffen, wenn ich hier in dem Modus bin? Glaub nicht. Nein, Jojo. Ah, Mann. Give me le Jojo. Wo ist es? Da ist es. So. Ah, ja, ja. So, das hier müssen wir uns jedenfalls erstmal holen. Haben wir hier noch was zum Tun? Was willst du denn? Schon gut, wie du das hochhältst. Das machst du ganz gut. Was wirft er sogar? Schau mal einen an. So, wir brauchen einen Saruman. Der kann uns das Tier kaputt machen. Okay, dann nehme ich schon mal ein Minikit. Zack. Ich nehme wieder Gandalf von mir aus. Wobei der jetzt auch nicht seinen Stab hat. Also wenn wir mal Ressourcen brauchen, dann wissen wir jedenfalls, wie wir die am schnellsten kriegen. Irgendwie ein Level hoch. Oder irgendwo schauen, dass wir möglichst viel fighten. Und dann das Jojo einfach nehmen. Kann ich mit dem das eigentlich auch abschießen? Ne, natürlich nicht. Ich mache das halt mit dir. Oh scheiße, ich muss Team-Up machen. Braucht zwei Zwerge. Das geht ja mit dem auch, gell? Komm, komm, komm. Komm. Komm, komm. Nein, jetzt mach doch Team-Up. Na, also geht doch. Au. Läuft. Aber ich glaube, wir haben hier alles, oder? Was Minikits und Gegenstände angeht, hoffe ich mal. Da wechseln wir schon vorsichtshalber zum Schwingedingeling. So, dürfte aber alles eigentlich ganz gut sein. Oh, wer hat mir da wehgetan? So. Naja, hier. Easy going. Ich hoffe mal, dass wir hier alles haben. Als wäre ein Minikit-Finder gut, gell? Aber das ist langweilig, finde ich. Das nimmt so ein bisschen Spaß. So, aber haben wir... Hier ist echt nichts mehr, oder? Ja, okay. Ich bin ziemlich unwahrscheinlich, dass hier noch was ist. Was brauchen wir? Hier brauchen wir dann gleich Gandhi. Was willst du mit B eigentlich? Warum soll ich B drücken? Warum soll ich B drücken? Lass mir jemand erzählen. Man weiß es nicht. Plump. Easy going. Warum B? Ah, Mann. Komm, Team ab. Und letzter Hit. Zack. Überspringen. Gut, gut. Hier, schau mal da. Schau mal einer an. Da oben ist was. Schau mal einer an. Jetzt mal alles weghauen. Speichern natürlich auch erstmal. Gleich mal fortfahren. Warum nicht? So. Oh, da ist ein Gegner. Lass mich doch mal in Ruhe hier. So, hier brauchen wir erstmal den Pilzkopf. Zack, der kann nämlich hier was abschießen. Und hier kriegen wir dann... Fällt irgendwas auf den Stuhl, oder? Ah, ein Brief! Schau mal einmal an. Ist natürlich nett. Komm, den geben wir mal kurz das Jojo. Wenn noch mehr Gegner kommen. So, immer schön umschauen. Es könnte auch sein, dass hier irgendwo immer irgendwas versteckt wird. Vielleicht da oben lang, wenn ich einen hohen Sprung habe. Müssen alles ausprobieren. Keine Rückwärtszahl so. Ne, er kommt nicht hin. Okay. Ups, haben wir Gandalf mal kurz weggefickt. Kann man, glaube ich, echt viel parkouren, oder? Ich weiß gerade gar nicht. Ja, das kannst du nicht. Hätte ich dir auch so sagen können, Vibe.
Doch, nehme ich einen richtigen Mann mit einer Glatze. Weiter wie den wegfetzt. So, zack. Nice. So, nur schauen, dass wir nichts übersehen. Schaut aber fast nicht so aus. Alles schön kaputt hauen, nicht, dass es wieder irgendwie heißt hier 1 von 5 oder sowas. Okay, das war auch nichts, was wir machen müssen. Das Rad vielleicht. Hier. Nee. Nur Geld. Schau mal hier, das ist glaube ich was Neues, oder? Muss man hier noch das Seil mitnehmen. Wir haben ja nur 130 von. Alter, wir mit seinem Hammer den auf. Alter. Nice. So. Lass mal hier uns in Ruhe, bitte. War das hier schon? Ich bin gerade ehrlich gesagt nicht sicher. Vielleicht gehört es sogar so. Könnte sogar sein, dass es so gehört. Muss jetzt hier nicht dranhängen. Okay, anscheinend nicht. Ist ja Gandalf dabei normalerweise, oder was? Warum kannst du das nicht so einmal durchrennen? Jeha! Geil. So, alles mitnehmen hier. Da bräuchte man ein echtes Jojo. Aber ich bin jetzt zu faul, die ganze Zeit immer rumzuwechseln. Das ist eh voll nervig. So, hier brauchen wir eine... Achso, die Kurbel ist sogar schon dran. Ist aber nett. Trotzdem hätte ich jetzt mal die Dingskurbel ausprobiert. Ich versuche auch mal ein bisschen hier außerhalb rumzuschauen, weil nicht, dass hier wieder irgendwo, wie viele Händchen kriegen, dass hier wieder irgendwo was abschießen müssen. Das finde ich immer das Asozialste. Ich habe bis jetzt noch nicht wirklich was gesehen. Okay, die rennen hier lang. Hier oben geht's weiter. Mit den gleichen Charakteren. Wie sie da oben durchrampagen im Hintergrund. Das ist mir auch, glaube ich, das erste Mal jetzt aufgefallen. So, alles schön durchsuchen, alles schön anschauen. Da ist zum Beispiel was. Haben wir das nicht schon? Weiß gar nicht. Ist aber nett. Sind jetzt alle freundlich zu uns wahrscheinlich. Hätte ich jetzt mal spontan geschätzt. Oh nein, ich habe so viel Angst. Bitte tu mir nichts. So. Können wir den erstmal abschießen vielleicht? Ne, der ist weg. Okay. Oh, aber geile Frisur, die du jetzt hast hier. Wie heißt die? Wie heißt die? Wie heißt du? Tauriel. Genau, Tauriel. So, brauchen wir erstmal wieder Kürbiskopf. Und zwar müssen wir hier einfach nur auf blau stellen. Glaube ich, oder? Weil da oben ist auch was, sehe ich gerade. Aber zwei verschiedene Möglichkeiten. Was ist das hier unten? Das ist... Probieren wir erstmal das unten. Könnte auch sein, dass es uns irgendwas bringt. Hm. Ach so, grün, rot. Ist genau das gleiche wie oben, sehe ich gerade. Oh Mann, ich dachte schon, ich bin voll Genius und habe irgendwas herausgefunden, weil da zwei verschiedene sind. Naja, war halt nicht. Jo. Oh Mann. Das war wieder ein eher längeres Level, oder? Wenn ich mich recht entsinne. Oh Mann. Jetzt hat er wieder eine extra lange Folge für euch. Was kommt denn noch dann der epische Fight mit... wo wir dann so der runterdüsen und so. Oh Mann, aber schau mal, da oben ist was zum Abschießen mit einem Bogen. Wenn ich da überhaupt hinschießen kann. Werden wir gleich sehen. Hoffentlich. Ah, schau mal einen an. Was kriegen wir dafür? Werden wir gleich sehen. Oder gib ihm, gib ihr, keine Ahnung, was das ist. So, was bringt es hier? Ah, schau mal eine an. Hier haben wir gleich zwei Sachen, oder was? Was ist das hier? Eine Pickaxe, oder was? Dann brauchen wir Sauron. Dann kriegen wir hier auch noch was. Ein Minikit. Sehr nett von ihnen. So. Was bringt der da hier noch? Was macht der da hier?
Macht er da überhaupt irgendwas außer rumbuggen? Nein, bringt nichts, okay. Außer als Chicken Wings. Gut, dass wir das gefunden haben. Das war ganz schön sneaky versteckt. Vor allem sind da gleich zwei Sachen versteckt gewesen. Sneaky, sneaky. So, was brauchen wir hier? Ah, ich sehe. Pau. Pau. Geht hier eh schon bergab? Ne, glaub nicht. Macht erstmal irgendwas kaputt. Ah, jetzt wieder eine Leiter. Die Frau ist natürlich sich wieder hier zu schön zum Angreifen. So. Und so. Bitte einmal die Leiter aufstellen. Hier hochklettert. Oh Mann, das ist einfach so witzig gemacht, die Animation. Ich mag das Spiel. Schön so für zwischendurch. Und Spiel soll ja auch Spaß machen und ich habe Spaß damit. Ich hoffe mal, ihr auch. Okay, jetzt nicht kaputt machen, wollte gerade sagen. Gehen wir kaputt hier. Dann. Ich frage mich, ob es irgendwie einen Zusammenhang gibt, dass es irgendwie in jedem Level so einen Sammelgegenstand gibt, mit dem man dann ein Minikit kriegt. Weil das Level hatten wir ja rein theoretisch schon die, diese grünen Pilze da, bei Gollum. Und irgendwie ist fast jedes Level, glaube ich, eins von denen. Naja. So, ich hoffe mal, das ist hier die letzte Area, weil langsam jetzt echt schon eine ziemlich lange Folge, vor allem, weil wir da noch die letzte Sequenz haben. Ich hoffe mal, wir haben hier alles gefunden. Wie viel brauchen wir denn überhaupt noch? Wir haben 5. Okay, wir brauchen eigentlich nur noch Minikits. Ich befürchte fast, dass wir welche übersehen haben, oder? Ich weiß gar nicht. Bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Ich hoffe mal nicht. Ich hoffe mal nicht. Eigentlich hätte ich mal das Drachenei benutzen können zum Anzünden. Einfach so als Spaß. So, da links oben ist jedenfalls. Ist das für uns? Ich kann mal gucken. Oder für was anderes? Ich glaube, das ist sogar für uns, oder? Er ist halt krank. So, was kriegen wir dadurch? Minikit? Was anderes kann es ja gar nicht sein. Dann müssen wir da noch was abschießen. Alter. Scheiße. Achso, ich bin hinter dem Dings, deswegen. Nice. 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 Das ist da links irgendwo drüben. Zack. Das war unser Minikit. Schon mal noch eins gefunden. Schon mal nett. Das hätte man aber auch leicht übersehen können. Eigentlich gut, dass ich so ein Adlerauge habe. Hier erstmal runterfällt, zwei runterfallen. Dann gehen wir dem Instant Headshot. One-Hit-Kill. One-Clicked. Ah. Alles kaputt hauen. Wir schon fast 1 Million haben. Alter Mann, ist das krank. Wenn man mal bedenkt, dass wir da ganz knapp am Ende den Meistertyp bekommen haben, glaube ich, oder? Das war ziemlich knapp. Und dann hier jetzt. Ah, schau mal, hier kriegen wir eine Kurve. Und hier das jetzt easy peasy machen. Das ist schon echt krass. Was macht die? Ich sie nicht angreifen kann mit der komischen Kurve. Ups, Entschuldigung. Tut mir leid. War keine Absicht. Ach, schau mal, hier müssen wir eigentlich was zusammenbauen. Ich dachte mir schon, hä, wo geht's jetzt hier weiter? So. Kurbel. Bitte einmal kurbeln. Ja, nice. Ich hatte fast gesagt, das fällt mir gerade so ein, weil wenn wir echt Minikits übergesehen haben, dass ich dann vielleicht das, wenn ich es nochmal brauche, also nochmal das Level durchmache, dann mit dem Minikit-Finder nochmal zock. Das wäre eigentlich so ein Kompromiss, oder? Ich glaube, das wäre eine recht gute Idee. Was sagt ihr? Würdet ihr auch sagen, oder? Ja, dachte ich mir schon. Warum kann ich gar nicht hin? Ist hier irgendwo hin? Ne, ich glaube nicht. Schaut nicht so aus, als ob das da irgendwie sicher ist. Okay. Weil wir ausgewichen sind. So, gehen wir dem auch noch. Wir können rein theoretisch einfach den Hut anziehen, schätze ich mal. Dann wollen sie uns eh nicht eingreifen, aber es wäre ja langweilig. So, da unten hängt irgendwas, oder? Ne, das ist ein Kronleuchter. Kronleuchter. Gott, was ist mit meinem Deutsch heute los? Ah, no!
So, hier muss es doch irgendwas geben. Das schaut ja recht große Area aus. Hier muss es irgendwas geben. Es kann nicht sein, dass es hier nichts gibt. Kann ich kaputt machen? Nee. Ha. Erstmal brauchen wir einen Zwerg mit einer Axt. Seinen fetten Beil. Okay, da kann der schon mal hoch. Ah, schau mal einer an. Da brauchen wir doch gleich mal Bimbo. Mit seinem Ring um die Eier. Den Witz habe ich auch schon zum tausendmal gebracht, aber egal. Haben wir das schon mal. Sehr nice. So. Muss ich das mal bauen hier. So. Also wir haben fast 1000 Steine, kann das sein? Habe ich es gerade richtig gesehen? Natürlich schon krank. Und es ist schon das dritte Mal in dem Level, dass wir hier was zusammenbauen müssen. Das zeigt einfach mal, wie lang das ist. Krass. Alter, Mann. Das war eine extra lange Folge für euch. 31 Minuten sind wir schon und wir müssen den Bossfight am Ende noch machen. Was bestimmt auch wieder einige Minikits gibt. Scheiße, genau das falsche Teil erwischt. Jetzt brauchen wir das. Ein Stab, eine Kurbel, noch eine Kurbel, ein Zahnrad. Und noch das Ding. Jetzt kriegen wir nochmal 14 mal 8000. Krass. So, bitte einmal Drain. Aber ich glaube, jetzt sind wir dann mal so richtig fertig mit der ersten, mit der zweiten Sequenz, hoffe ich mal. Ja, doch, ich glaube, hier sind wir dann am Ende, oder? Hoffe ich mal. So, aber es wäre ein gutes Level jedenfalls, um hier ein paar Ressourcen zu farmen mit dem Jojo, würde ich sagen. Da gibt es echt viele Gegner. Oder vielleicht sogar das erste Level mit diesem Kampf um Atz irgendwas, keine Ahnung, wisst schon Bescheid. Nein, das ist jetzt, glaube ich, die letzte, oder? Ich glaube, das hier ist jetzt die letzte Area. Wenn man durchgeht. Vielleicht finden wir hier noch Minikits, das kann natürlich leicht sein. Aha. Obwohl, nee, es ist Vanilla. Also, es muss so. Ist nichts Besonderes. Ist normalerweise Gandhi dabei. Ja, stimmt, anders kommen wir ja da gar nicht durch. Sagen wir mal so. Kann auch mal Saruman nehmen. Plump. Nice. Wir brauchen noch einen Elb. Das glaube ich. Ein Zwerg, der ist hier im Vorstoß. Das war alles freiräumen. Ah, schau mal, da links oben war noch ein Minikit. Schon mal gut zu wissen. Wir haben echt die 1 Million geknackt in dem Level. Krass. Und pow. So, nehmen wir mal Gollum. Wo ist er denn? Da ist er. Das ist zwar nicht Gollum, aber schaut fast genauso aus. So, das Minikit. Ach genau, und zwei dürften in der letzten Area sein, schätze ich mal. Die jetzt kommt. Genau. So. Du darfst hier gleich mal hochspringen, oder wir gleich hier 2000 kriegen. Na, schauen wir, da haben wir schon das erste. Au, au, au. Ja, nichts weg hier. Ist hier rechts? Ah, und da ist das letzte, oder? Saruman, 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 Saruman. Ja. So, haben wir alles? 10. Wir haben alles, okay. Nice, so muss das ausschauen. So muss das. Ja, ist nicht so, dass wir drauf gehen, aber so gehört sich das. Wie geht der Bossfight gleich nochmal? Ich glaube, wir müssen einfach nur so lange warten, bis er angedödelt ist, oder? Mal, ah, genau. Mal zwei Zwerge auswählen. Weil er erholt sich, glaube ich, ziemlich schnell. Noch ein Zwerg. Komm, nice. Zack. Au, ich mache Ruhe hier. Kann ich nicht kaputt machen? Können wir halt nicht. Gut, aber schon mal nice, dass wir alles haben. So muss das. Und wir nehmen mit ihm jetzt sogar... Pass mal auf. Wenn jetzt hier noch mehr Gegner kommen, nehme ich einfach mal das Jojo her.
müssen eh nicht mehr wechseln. Passt das. Hey, hey. Kenn dich mal hier. Und noch mehr Gegner vielleicht, damit ich mit meinem Junge noch ein bisschen abgehen kann. Angedüdelt? Nee. Hey, hey, hey. Ah, jetzt ist er angedüdelt. So. Haben wir ihn ein zweites Mal. Hol bitte wieder deinen Jojo raus. Zack. Aha! Ich hochgesprungen bin. Ja, bitte kommt her. Spürt die Macht des Jojos. Spürt die Macht des Jojos! Warum krieg ich jetzt kein... Ah, jetzt doch, ich krieg noch. Jetzt hab ich gerade Eisen bekommen von denen. Okay, nicht noch mehr. Okay, dann halt nicht. Au, 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 hey, au, hey, ah, hu, ah, hi, au, hä, ah, hu, ah, hi. Ah ja, lach nicht so dreckig. Muss ich erst bitte nochmal selber fertig. Hier runterspringt. Wo bist du, Teammate? Da. So. Drittes Mal. Nice. Müssen wir hier noch irgendwas Besonderes machen? Ich hoffe mal nicht. Hier können wir aber rein theoretisch nochmal das Jojo hernehmen. Wenn hier so eine Menge Gegner kommen. Oh, ein Diamant! Das ist einfach nur eine coole Zwischensequenz, glaube ich. Wir haben eh schon alles. Von daher. Oh, ein Rubin. Zack, was kriegen wir? Ein Fisch. Oh, auch nicht schlecht. Ah, da sollte ich vielleicht aufpassen. Genau, wollte ich gerade sagen. Dass ich da nicht draufstehe bei den Lego-Sachen. Ah, das ist aber auch richtig cool gemacht. Ah, okay. Genau, das wollte ich eigentlich vermeiden, aber... Ja, das ist eh schon passiert. Oh, noch ein Rubin! Meins. Noch ein Rubin. Oh Mann. Ah, damit haben wir es geschafft. Alter Schwede. Das komplette Level eigentlich praktisch. Orkshausen abgeschlossen. Ich glaube, es war eins der längsten Level. Ich hab mal eine Million Stats gesammelt. Alter Schwede. Not bad, Herr Specht. Meisterdieb natürlich. Dann kriegen wir gleich nochmal 4 Mithrilsteine, glaube ich, oder? Wird so sein. Pixel Pick. Pickel. Ah, oh, Minecraft nachmache. Der Happy Hammer. Die Bilvis Kristallkrone. Und. Achso, eins haben wir schon gefunden damals, stimmt. Schmiedeentwurf, und zwar Mithril Clown. Sind bestimmt auch cool zum Kämpfen. Und alle 10 Minikits. Was wird das? Das wird der Thron, oder? Oh ja, ich Boss. Nice. Können wir dann nochmal Geld füllen, wenn wir alle Minikits haben? Okay. Ist aber nett. Schatzgegenstände, Meisterdieb, Entwürfe und Minikits. Nice. 100%, meine Freunde, so muss das. 38 Minuten Folge. Würde mich über ein Like freuen, das wird wieder ein Krampf zum Hochladen, Alter Schwede. Ah, Mann, oh Mann, oh Mann. Also, ich hoffe, euch hat es allen gefallen. Wie gesagt, würde mich über ein Like freuen. Ansonsten hoffe, ihr hattet allen einen schönen Start in die neue Woche. Genießt die schöne Woche. Und ich war's, euer Raffi. Over and out.